Ja, mit Besuch ist hier heute nichts. Diese Leute waren gekommen, um einen Gefangenenbesuch durchzuführen. Aber auch ergeblich, wir können ja jetzt mit dem Rückbus gleich wieder einsteigen. Grund für die Besuchssperre ist, dass ein Gefangener hier im Alter von 31 Jahren heute Nacht geflüchtet ist aus der JVA. Es handelt sich um einen Russlanddeutschen, der zu 8 Jahren Haft verurteilt war und hier mal eben die Gitterstäbe durchtrennt hat und dann über einen Zaun und hier über die, naja, sagen wir mal 4,50 Meter, 5 Meter hohe Mauer geklettert ist. Angeblich mit Hilfe von außen bei der Flucht wurde also Alarm ausgelöst am Zaun. Das Fahrzeug, was nachts innen patrouilliert, kam aber wohl nicht rechtzeitig hin, weil angeblich von außen eine Steighilfe über den Zaun geworfen wurde. Und dem Häftling so die Flucht gelangen sein soll. Ich habe da allerdings so ein bisschen Zweifel. Zum einen ist es nicht so ganz einfach, mal eben solche Gitterstäbe durchzusägen, zu durchtrennen. Man braucht da Werkzeug zu, das man ja normalerweise nicht hat. Die Dinger sind ja nun auch keine Zuckerstangen, sondern das ist ja nur mal gehärtetes Metall. Hier sind 2 Gitter vor jedem Fenster. Man hat also vor ein paar Jahren noch schmale Gitter dazu gemacht. Das Loch, das der Gefangene sich gemacht haben soll, soll nur 14, 15 cm breit gewesen sein, wo er dann durchkam, weil er sehr schmal wäre. Das Dumme ist ja nur, man hört ja dann auch, wenn da solche Sägegeräusche sind, wenn da Stäbe durchtrennt werden. Deswegen ist das alles ein bisschen sehr mysteriös. Hier drinnen scheint jetzt auch die Kacke richtig am Dampfen zu sein. Ich habe hier vorhin 3 Fahrzeuge der Justiz reinfahren sehen. Ja, die werden also nicht besonders amüsiert sein. Man fragt sich natürlich, wie hier jemand völlig unbemerkt einmal flüchten kann und zum anderen aber auch von außen an den Knast rankommt, wo hier doch alles so toll mit Kameras überwacht ist. Wir sehen hier eine Kamera im Innenbereich. Da sind ja mehrere davon. Wir sehen hier eine im Außenbereich, die ist also außerhalb der JVA, hier wieder innen. Und es gibt so viele Kameras, wenn das alles nicht nur Attrappen sind, hätte man ja eigentlich auch mal sehen können, wenn sich da einer im Knast nähert und da von außen irgendwas rüber wirft. Natürlich hat man es dann auch nicht für nötig erachtet, den Besuchern Bescheid zu sagen, die ja teilweise weit anreisen und sich extra frei nehmen, dass der Besuch heute ausfällt. Aus anstaltsinternen Gründen findet heute kein Besuch statt. Dass der Besuch nachgeholt wird, danke. Dass der Besuch nachgeholt wird, interessiert die natürlich relativ wenig. Da haben die Leute ja wenig von. Komisch, mit den Kollegen, die vorhin hier rein wollten, also mit den Besuchern, hat man nicht gesprochen. Da hat es keiner für nötig erachtet. Aber kaum sehen die Jungs hier eine Kamera, dann geht plötzlich die Sprechanlage an. Ja, dann gucken wir mal. Also, hier oben an dem Laternenmast, Kamera. Der nächste Laternenmast, Kamera. Dann kommt also ein Laternenmast ohne Kamera, aber schon der übernächste Laternenmast sitzt schon wieder eine Kamera. Also an jedem, spätestens jeden zweiten Laternenmast finden wir also eine Überwachungskamera. Und da soll es also möglich sein, dass hier völlig unbemerkt
hier einer an die Mauern geht und eine Steigleitung macht, über das Ding wirft, was bei der Höhe auch nicht so ganz einfach sein dürfte. Da fragt man sich, was hat der Mann an dem Monitor wohl gemacht? Und dann auch die Zeit. Der Alarm wurde ausgelöst gegen 5.30 Uhr, also 5:30 im Sommer. Wir haben ja Juli, ist es dort schon nicht mehr ganz so dunkel. Und weiterhin, sagen wir es mal so, von so einem Schild, Durchgang verboten, wird sich sicherlich keiner abhalten lassen. Aber eigentlich sollten ja auch dort auch Kameras sein, genau. Dort oben an der zweiten Laterne sehen wir auch wieder eine Kamera. Wieder zwei Laternen weiter hinten, auch nochmal. Und am Ende dann auch schon wieder eine. Also man fragt sich wirklich, was hier los ist. So, will hier mal nicht als Geisterfahrer da langfahren. So, hier wird wieder ein Besucher kommen, der gleich wieder weg kann. Auch hier oben wieder Laterne, Kamera. Laterne, Kamera. So, also an jedem zweiten Laternenmast Kamera. Und da sieht man nicht, wenn hier einer an den Zaun geht und schmeißt da irgendwie eine Steigleiter rüber, finde ich also schon mysteriös. Kamera, Kamera, Kamera. Auch hier wieder Kamera. Und dann sehen wir hier auf der Ecke auch schon wieder. Sehen wir ein bisschen rum. Kamera. So ist das überall.